Der letzte Anrufer auf Krasniqis Handy, bevor er es in der Kabine ausmachte, war übrigens Bundestrainer Jogi Löw, der ihm viel Glück wünschte. Und im Moment, hier sehen wir den Vater von Luan Krasnić, hat er Vorteile in diesem Kampf. Habe ich versprochen. Linker Bein, linker Bein, linker Bein. Immer ziehen, immer ziehen. Ja, hoch, hoch. Krasniqi, der aktivere, der aggressivere Boxer, der mehr Aktionen startet und der deshalb hier sehr gut trifft. Zweimal mit der rechten und dann noch zwei Aufwärtshaken hinterher, die allerdings nur den Gegner streifen. Deine Schnelligkeit muss er ausspielen, ich hab das. Die Schnelligkeit soll er ausspielen. Sascha Dimitrenko, der erst einmal am Boden war im Lauf seiner Karriere. Krasniqi schon dreimal. Und immer wieder diese überfallartig kommende Rechte von Krasniqi. Ein Schritt nach vorne, dann beschäftigt er Dimitrenko mit der langen Linken und dann kommt außen die Rechte. Diese Rechte hat Dimitrenko offensichtlich beeindruckt und wehgetan. Und deshalb versucht er jetzt wieder, wie zu Beginn, den Kampf mit seiner langen linken Führhand zu diktieren, um Krasniqi auf Distanz zu halten. Aber der trifft ebenfalls mit der linken. Körperhaken, Dimitrenko, Aufwärtshaken, aber beide ohne Wirkung. Also in den ersten 8 Minuten Luan Krasniqi, ein Mann, der weiß, was hier für ihn auf dem Spiel steht. Der seine letzte Chance wahrnehmen will, offenbar. Und das bislang sehr überzeugend macht. Jetzt allerdings ein wenig langsamer wird. Wieder eine linke Führhand von Dimitrenko nehmen muss. Also die Schlagfrequenz sehr hoch bei beiden und ein Körpertreffer von Dimitrenko auf die Leber offensichtlich von Luan Krasniqi. Der Ringrichter ist schon bei 8, er ist bei 9 und er ist bei 10 und er ist bei aus. Und Sascha Dimitrenko hat diesen Kampf gewonnen. Und das in einer Phase, wo Luan Krasniqi zwar ein bisschen langsamer wurde, aber unheimlich gut drauf war, alles versuchte, alles auf eine Karte setzte und jetzt mit schmerzverzerrtem Gesicht im Ring ist nach diesem Leberhaken, der aus unserer Position verdeckt war. Vielleicht ist da auch eine Rippe angebrochen, dass er sich von diesem Treffer nicht mehr hat erholen können. Hier, da war es. Und bei diesen Treffern setzt die Wirkung immer erst mit Verzögerung an. Hier eine rechte zum Kopf und dann dieser linke Haken auf die Rippenpartie, auf die Leber von Luan Krasniqi. Und das
war der entscheidende Schlag, der entscheidende Treffer. Das war der Schlag zum K.O., zum Sieg für Sascha Dimitrenko. Palomo zählt und dann die Geste, die kein Boxer erleben möchte, die er aber nun schon zum vierten Mal erlebt. Luan Krasniqi. Und das war es dann wohl. Lob, Anerkennung vom gegnerischen Trainer, von Fritz Dunek. Er ist der Sieger und er kann jetzt weiter träumen vom Weltmeisterschaftskampf gegen Wladimir Klitschko, Sascha Dimitrenko aus der Ukraine. Nach Rachmann und Povetkin müsste er dran sein. Hier, noch einmal, verdeckt aus dieser Perspektive. Und dann dauert es ein, zwei, sehen Sie, Sekunden. Und dann setzt die Wirkung ein, dann knickt das Knie ein. Dann ist der Schmerz einfach zu groß, um da weiterzumachen, um nochmal die Luft zu bekommen. Mal sehen, ob man es aus dieser Perspektive hier. Da war erst die rechte und dann hier unten da die linke auf die unteren Rippen. Gerade noch im Eck zu erkennen. Schmerzverzerrtes Gesicht bei Luan Krasniqi und dann geht er runter. Das war's, das war das Ende in diesem Kampf und vermutlich auch das Ende der Karriere von Luan Krasniqi. Aber er hat unseren Respekt verdient nach diesen drei Runden. Er hat seine Chance gesucht, er war besser, er war anders vorbereitet als in seinen letzten Kämpfen. Er war nicht das nervliche Wrack, als dass er sich besonders gegen Thompson oder gegen Saleta damals präsentiert hat, sondern er hat nochmal alles versucht, hat seine letzte große Börse nochmal kassiert, etwa 1 Million, dreimal so viel wie Dimitrenko. Dem winken jetzt zukünftig die großen Gagen. Luan Krasniqi, Lob vom Promoter Klaus-Peter Kohl, er war ein guter, aber er war nicht gut genug für ganz oben. Er hat seine Chancen gehabt, aber er hat sie nicht genutzt. Seine Aggressivität.